Ihr seid nicht ready für diesen Router. Wenn ihr für eine unbeschreibliche Gaming-Experience leistungsstarke Wi-Fi 7 Performance benötigt, dann seid ihr hier genau richtig. Anschnallen und aufgepasst, blitzschnelle 10G-Geschwindigkeiten und dazu noch Triband-Wi-Fi, genau das bietet der Archer GE800. Kabelgebunden und auch kabellos. Aber das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Was das Besondere hier ist, und ich habe es am Anfang selbst nicht glauben können, die Geschwindigkeit. Und wenn ich schnell sage, dann meine ich auch schnell, nämlich vierfache Beschleunigung für Spiele. Also alles, was beim Zocken passiert, bleibt immer komplett fesselnd und euer Netzwerk ist mindestens so schnell wie eure Reaktion im Game. Um diesen Speed nochmal mit einer Zahl zu untermauern, das Triband-Wi-Fi dieses Routers ermöglicht eine Geschwindigkeit von 19 Gigabit die Sekunde. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir sprechen nicht von Megabit die Sekunde, sondern 19 Gigabit die Sekunde. Ihr merkt schon, euren Möglichkeiten sind bei diesen Höchstleistungen keinerlei Grenzen gesetzt. Zur Verfügung stehen euch beim Archer zwei 10 Gigabit Combo Ports, ein 10 Gigabit Port, ein USB 3.0 Port und vier 2,5 Gigabit Ports. Also 10G Geschwindigkeiten plus die Internetgeschwindigkeit ist im Vergleich zu typischen Gigabit Ethernet Ports maximiert und noch schneller. Rekorde in euren Games sind jetzt nicht mehr sicher. Und wenn ihr an euer Heimnetzwerk denkt und eine komplette Abdeckung euer Ziel ist, dann haben wir hier euer Traumgerät. 8 interne Antennen verstärken das Wi-Fi-Signal im gesamten Haus und ermöglichen zudem die Easy Mesh-Technologie. Kombiniert den Archer mit weiteren Mesh-kompatiblen Geräten und baut euch somit ein komplett nahtloses Whole-Home-Mesh-Netzwerk für ein wirklich 1A-Wi-Fi-Erlebnis. Ein Multi-Gigabit-Mesh-Wi-Fi, um genau zu sein. Schwache Signale gehören der Vergangenheit an. Intelligentes Roaming und ein einheitliches Verwalten eures Heimnetzwerks sind nur einige der Vorteile. Und Stichwort Verwaltung, ich zeige euch jetzt mal, wie man den Archer GE800 einrichtet. Was die Einrichtung betrifft, habt ihr zwei Optionen. Einerseits den Webbrowser oder einfach die übersichtlich gestaltete Tether-App. Die nutze ich hier zum Beispiel, könnt ihr am Tablet oder auch am Smartphone nutzen. Und über die könnt ihr Zugriffskontrollen, Netzwerkeinstellungen oder auch die Kindersicherung verwalten. Falls ihr die Tether-App nicht habt, könnt ihr sie easy über diesen QR-Code herunterladen oder ihr nehmt einfach den Link in der Beschreibung. Falls ihr euch für den Webbrowser entscheidet, dann findet ihr in der Betriebsanleitung die Adresse, die ihr im Browser eingeben müsst und gelangt dann zu dieser Ansicht. Was wir jetzt aber gemeinsam machen, ist die Option mit der Tether-App. Und wenn ihr die runtergeladen und euch eingeloggt habt, dann müsste das Ganze ungefähr so aussehen. Dann kann es jetzt auch wirklich losgehen. Um das Gerät hinzuzufügen, gehe ich hier rechts oben im Eck aufs Plus und wähle den Gerätetyp aus. Wir haben hier eindeutig einen Gaming-Router und zwar den Archer GE800. Hier ist er auch schon ganz oben. Hier wird jetzt angezeigt, was wir brauchen. Wir brauchen einfach ein Stromkabel, ein Ethernet-Kabel und natürlich den Router an sich. Das erste, was wir machen, wir schalten unser Modem ab. Das ist in unserem Fall jetzt schon passiert. Im nächsten Schritt kommt jetzt das Ethernet-Kabel in den Router rein. Und jetzt wird der Router mit Strom versorgt. Dafür stecke ich das Kabel hier an und zusätzlich haben wir hier auch noch einen On-Off-Knopf. Sobald das Gerät mit dem Strom versorgt ist, leuchten sie bereits auf. Diese nice und immersiven RGB-Lights, die sind meiner Meinung nach echt noch das i-Tüpfelchen für das Spielerlebnis. So, wir haben ein paar Sekunden gewartet und unser Router leuchtet oder blinkt jetzt rot. Das heißt, wir können hier weitergehen. So, und jetzt müssen wir uns mit dem Netz verbinden. Das seht ihr auf der Unterseite des Routers. Wir gehen jetzt in die WLAN-Einstellungen und loggen uns mal in das WLAN, in das Netzwerk des Routers ein. Und schon sind wir im WLAN drin. Wir gehen zurück in die Tether-App und sagen hier, ich bin verbunden. Jetzt wird nach unserem Router gesucht. Und da ist er schon. Wir wählen ihn aus. Weiter geht's. Im nächsten Schritt erstellen wir ein lokales Konto. Ihr könnt hier ein Kennwort vergeben und mit dem könnt ihr dann euren Router immer verwalten. So, ist vergeben. Natürlich hier auch immer darauf achten, dass ihr ein sicheres Passwort wählt. Hier müssen wir jetzt angeben, an welchen Port wir das Ethernet-Kabel angeschlossen haben. In unserem Fall ist es der unterste hier, die unterste Option. Weiter. So, jetzt wählen wir den Verbindungstyp aus. Dynamische IP-Adresse, super.
und die MAC-Adresse, die wollen wir jetzt gerade hier nicht ändern, brauchen wir nicht. Im nächsten Schritt könnt ihr Smart Connect auswählen. Bedeutet, 2,4 GHz und 5 GHz Band werden verknüpft und ihr braucht nur einen Netzwerknamen und ein Passwort. Und diesen Netzwerknamen und das Passwort geben wir jetzt auch an. Nennen wir das Netzwerk Archer GE800 und vergeben ein Passwort. Natürlich hier darauf achten, dass ihr auch ein sicheres Passwort auswählt. Weiter. Das gleiche können wir jetzt noch mit dem 6 GHz Band, deswegen haben wir hier nämlich auch ein Triband Wi-Fi einstellen. Hier, das benennen wir einfach nur Archer GE800 6G, damit wir es auseinanderkennen können und wählen ein Passwort aus. Auch hier wieder darauf achten, ein sicheres Passwort zu benutzen. Weiter. Wir wollen natürlich auch, dass das Ganze immer auf dem neuesten Stand gehalten wird. Die automatischen Updates, die Zeit dafür können wir hier festlegen. Von 3 bis 5 in der Früh passt absolut für uns. Und let's go! Jetzt warten wir kurz, die Einstellungen werden gerade übernommen. So, dann werden uns jetzt hier unsere Netzwerke angezeigt. Jetzt verbinden wir uns auch einfach mal mit dem 5G-Netz. Sieht gut aus. Und fertig. Es ist nicht umsonst ein Gaming-Router, deswegen haben wir hier noch sehr coole Optionen, um eure Gaming-Experience zu optimieren. Wir brauchen das jetzt vorerst nicht und überspringen das erstmal. Und schon sind wir drin, unser Gaming-Router ist ready to go, es ging super schnell. Und jetzt zeige ich euch aber noch ein paar coole Features. Es wird euch bestimmt schon aufgefallen sein, der Router hat sehr interessante LED-Lichter und die können wir einstellen. Wir gehen hier unter RGB-Effekte und haben jetzt hier voreingestellt den Feuermodus, können aber natürlich switchen, zum Beispiel zu Welle. Und dann sehen wir direkt, wie sich die Farbgebung hier verändert. Zum Beispiel können wir hier auch Komet angeben. Cool. Regenbogen, na, das müssen wir auch noch ausprobieren. Also wir haben hier alle möglichen Farben. Und was mir persönlich am besten gefällt, wir können das Ganze auch benutzerdefiniert einstellen. Zum Beispiel gehen wir auf die Atmen-Einstellung. Das bedeutet, wir haben einen Wechsel zwischen zwei Farbtönen. Dann stellen wir mal den ersten Farbton ein, rot, und den zweiten, blau. Also ihr seht schon, egal welches Game ihr spielt, egal wie eure Stimmung ist, ihr könnt den Router und die Farbgebung genau an eure Bedürfnisse anpassen. Auch sehr interessant, ein Gastnetzwerk einzurichten. Vielleicht wollt ihr mit euren Gästen nicht unbedingt eure eigenen Passwörter teilen und damit könnt ihr einfach ein separates Netzwerk einrichten und die Leute bekommen auch ein separates Passwort dafür. Und wir haben ja auch hier drei Bänder, das 2,4, das 5er und das 6G-Band. Und damit sorgt ihr einfach dafür, dass ihr zum Beispiel für die Gäste das 2,4-Band reserviert und das 5 und das 6er dadurch nicht belastet wird. Und wenn wir schon von Passwörtern sprechen, die könnt ihr hier natürlich nochmal separat vergeben. Wir können hier ein Passwort festlegen und eintippen, damit die Gäste eben nicht auf die Passwörter von euch selbst zugreifen können. Mit diesem Router habt ihr nicht nur tausende an Möglichkeiten, sondern ihr könnt mit dem Dualband... Damn, Triband! Warum ist er auch so krass? Ob nun also kabelgebunden oder kabellos, mit diesem Endgegner von Router bringst du dein Gaming aufs nächste Level. Und zudem so sicher wie möglich. TP-Link Home Shield schafft immer eine sichere Umgebung, schützt eure Daten und die Privatsphäre eurer Familie im Netzwerk und ihr habt viele fortschrittliche Sicherheitsfunktionen. Ihr könnt zum Beispiel Profile erstellen, beispielsweise für eure Kids, und die haben dann Offline-Zeiten oder gewisse Seiten sind für sie einfach tabu. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem genialen Gaming-Giganten habt, dann stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ihr könnt euch auch gerne an den Support wenden, der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wir sehen uns bald wieder. Ciao und bis zum nächsten Mal.